Ja. Jo. Das war ja wieder ein Abend gestern. Was gibt's denn? Du kannst Fragen stellen. Kalbsbraten wie jeden Dienstag. Kalbsbraten. Na, viel zu tun heute? Melbsi, Fliegerzeug muss auf den Acker. Keine Angst, ist keine Gülle. Moin. Wer hat dich denn aus dem Bett geschmissen? Ich muss nach Rostock. Aber erstmal brauche ich ein Frühstück, sonst komme ich nicht in Fahrt. Moin. Moin. Seevogel mit 7 Buchstaben. Das. Was ist denn das? Drossel. Dann ist die Messeinheit für Schmerzempfindung. Komischer Vogel. Ist hier eben gerade mit dem Rad angeradelt gekommen. Ob der die ganze Nacht im Sattel gesessen hat? Warum nicht? Ich habe mal ein Buch gelesen, dass einer ein Fahrrad durch die Wüste. 3 Wochen lang. Er war skrapiert. Ist hier Sahara oder was? Ich bin mal mit dem Rad nach Wismar auf. Nach 20 Kilometern hat mir der Arsch gebrannt. So, durch die Tür, ersten Stock. Bitte sehr. Und? Was und? Wer ist denn das? Ja, woher soll ich das wissen? Hat ein Zimmer genommen für ein paar Tage. Ich würde sagen, Vertreter ist er nicht. Was macht er hier? Ja, was kann er hier schon machen? Urlaub nehme ich an.
Entschuldigung, ich habe vergessen zu sagen, wenn Sie noch was frühstücken wollen. Ich habe Ihnen unten was hingestellt. Fünf Buchstaben. Fünf. Und? Also Urlaub macht er nicht. Er hat einen Computer dabei. Würde sagen, der Schriftsteller. Wer willst du das schon wieder wissen? Na, wenn er einen Computer dabei hat, überhaupt, der sieht aus wie ein Schreiberling. Vielleicht schreibt er Gedichte. Oder der ist Journalist. Könnt ihr mir vorstellen, dass er für irgendeinen Hotelführer schreibt? Würde sagen, das könnte sein. Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern. Ich meine, die rühren da im Moment mächtig die Trommel. Meint ihr? Nee. Doch, doch, sonst würden wir es dir ja nicht sagen. An deiner Stelle würde ich mal hier ein bisschen was machen. Wegen der Sterne. Aber ich habe doch erst den Anstrich machen lassen und dann das neue Schild über der Tür. Wir wollten ihn auf den Arm nehmen. Komm, tu noch einen rein auf meine Rechnung und dann ab die Post. Steht mal fest, auf Urlaub ist er nicht. So, einen nehmen wir noch auf meine Rechnung und ab geht die Post. Dr. Stuber. Nehmen Sie Platz. Herr Hinrichs, es handelt sich um sogenannte Blitzeinbrüche im großen Stil. Überregional operierende Banden sind in unseren Raum vorgedrungen. 8 Einbrüche in 12 Tagen, vornehmlich in kleineren Ortschaften. Kladrum, Sukkur, Pitzwalk. Eine neue Dimension. Die Täter sind gut informiert, gehen immer nach der gleichen Methode vor und kommen wahrscheinlich aus Rumänien. Und da dachte ich, dass Sie vielleicht der richtige Mann sind, um da mal kräftig gegenzuhalten. Die dafür zuständige Soko ist bisher ohne Erfolg. Das klingt nach einem interessanten Fall. Sie sind motiviert, das merke ich. Ich setze auf Sie und rechne mit einem baldigen Erfolg. Dr. Stuber, Sie können sich auf mich verlassen. Moin. Moin. Oh, das war ja wieder ein Abend gestern. Was gibt's denn? Na, Schweinebraten, wie jeden Mittwoch. Schweinebraten.
Moin. Moin. Hattest du gehört? Heute Nacht waren sie hier. Haben den Tresor aus der Post einfach rausgerissen. Wer? Da brauche ich erst mal ein Frühstück, sonst komme ich gar nicht in Fahrt. Woher hast du das? Ja, ich sagte das nach dem Frühstück. Ignor in Hosen, war sie mir gut stehen. Ach, Groot, das wäre was. Was? Na, wenn wir die Rumänen noch vor der Soko schnappen. Wenn sie Rumänen waren. Ran mit dem LKW. Rum sind weg. Ist doch eine klare Handschrift. So was machen nur die Rumänen. Das können nur die. Jede Spur ist wichtig. Auch wenn sie anfangs noch so unbedeutend erscheint. Wir brauchen jeden Hinweis, der uns zu diesen Rumänen führen kann. Reden Sie nur weiter. Wenn meine Vermutung stimmt, dann will Dr. Stuber wieder mal meine kriminalistischen Fähigkeiten testen. Ja, und Ihre natürlich auch. Meine auch? Ja. Um zu sehen, ob wir zwei noch in der Lage sind, auch einen größeren Fall aufzuklären. Auf jeden Fall erwartet Dr. Stüber ein schnelles Ergebnis. Zeit ist Geld. Das wäre aber schön, wenn Sie das endlich mal begreifen würden. Na, was wird denn nun? Hat gute Straße gepachtet. Die Post läuft uns doch nicht weg. So. Und genau das meine ich. Ach, genau das! Ihnen ist es völlig egal, wenn wir am Tatort erscheinen. Hier im Norden lässt der Mensch sich Zeit. Diesen Wink, unsere Post wird ausgeraubt. War bestimmt die Russenmafia, wa? Quatsch, das waren Profis aus dem Westen. Die hatten Know-how. Was sagst du? War bestimmt die Russenmafia, wa? Oder die Tschetschenen, die sind auch so. Wahnsinn, das bei uns. Aber wieso kamen die ausgerechnet auf unsere Post? Ich würde denken, die wussten ziemlich genau Bescheid. Da hat jemand vorher die Lage gepeilt. Der kam bestimmt nicht von hier. Sie haben keinen Alarm gehört. Nein. Wie denn auch? Ich habe die Anlage ja selber ausgeschaltet. Das war ein Fehler. Dreimal hatten wir in der letzten Woche nachts Fehlalarm. Mit der Anlage stimmt was nicht. Da habe ich sie abgeschaltet. Ja, was meinen Sie, was ich für einen Ärger mit meinem Bezirksleiter habe? Nicht zu Unrecht. Ja, was sollte ich denn machen? Hier, hier. Heute sollte die Anlage repariert werden. Ich kann doch nicht jede zweite Nacht das ganze Dorf aufwecken. Wer wusste, dass die Anlage letzte Nacht abgeschaltet war? Außer mir niemand. Sie meinen doch nicht etwa, dass... Vielleicht war es gar kein Fehlalarm. Vielleicht haben die Täter darauf hingearbeitet, dass die Anlage abgeschaltet wird. Also hier waren Profis am Werk. Die Fensterscheibe wurde mit einem Stein eingeschmissen. Der Tresor mit einem Drahtseil auf den Wagen gezogen. Und die Reifenspuren stammen von einem LKW. Ja, das kann so sein, ja. Hat jemand von Ihnen vielleicht letzte Nacht jemanden gesehen oder gar gehört? Nein, wir haben nichts gehört. Wir haben geschlafen. Herr Kommissar, mach mal da Platz. Den hier sollten Sie mal vornehmen, Herr Kommissar. Tut so, als wüsste er von nichts. Herr Kommissar, ich würde sagen, der hat für die Bankräuber den Kundschaft weggemacht. Sie machen also hier ein paar Tage Urlaub. Und letzte Nacht? Letzte Nacht waren Sie natürlich auf Ihrem Zimmer. Aber Zeugen dafür haben Sie nicht. Doch, mich.
Er war auf seinem Zimmer. Ich war bis gegen eins hier unten und habe aufgeräumt. Er ist nicht weggegangen. Gut. Sie können gehen. Und ich sage Ihnen was. Das war kein Zufall, die Sache mit dem Alarm. Da hat jemand ganz genau gewusst, was los ist. Der Profis waren das nicht, so wie es aussieht. Und wenn Sie recht haben. Eigentlich schade, dass dieser Bender kein Rumäne ist. Obwohl, das Aussehen dazu hat er ja. Das wäre das erste Mal, dass der Täter freiwillig am Tatort zurückbleibt. Hm. Wissen Sie was? Was? Irgendwoher müssen die Brüder doch wissen, wo es für sie was zu holen gibt. Ah. Nichts für ungut, Kumpel, aber hätte ja sein können. Kurzen und alles ist Paletti. Vergessen. Vorbei. Ich würde sagen, das waren die Rumänen oder Tschetschenen. Die sind bei uns hier im Wald drin. Ist doch eigentlich ein ganz netter Typ. Fragt sich nur, was der hier macht. Ich würde sagen, wir müssen gehen. Oh ja, wird Zeit für mich. Uschi, ja. Schreib auf, der geht auf mich. Ist gut. Elf. Sagen Sie, die drei Dorfscheriffs, das sind Ihre Stammkunden. Ja, der Krüger hat eine kleine Spedition und die Lühmann-Brüder Jobst und Johann haben meinen Hof hier in der Nähe. Die sind unzertrennlich, die drei. Ja, sieht man. Sagen Sie, wo finden wir denn hier in der Nähe ein Hotel? Ja, da müssen Sie 20 Kilometer fahren nach... Haben Sie ein Einzelzimmer? Ja, da hängen die Schlüssel, suchen sich eins aus. Danke. 20 Kilometer? Zwei Zimmer. Nur, Herr Hinrich, das ist doch ganz schön hier. Na gut, Sie machen wohl Witze. Schauen Sie doch mal diese Buchte an hier. Ja, und? Ja, an meinen Rücken darf ich gar nicht denken. Je eher wir diesen Raub aufklären, desto besser. Ich gehe noch mal zur Post zu Herrn Krummbein. Vielleicht weiß er doch etwas, was er uns verschweigt. Ja, machen Sie das. Ich muss meinen Computer anschließen und mich ins BKA einklinken. Mal sehen, vielleicht wissen die ja mehr über die Rumänen. Was sind das zum Mode im Kabel? Telefon! Ja, komme. Was gibt's denn? Also Sie haben die Reifenspuren entdeckt, Herr Lühmann? Würde ich sagen. Ich habe sie zuerst entdeckt. Ja, aber ich habe gesagt, das ist nicht normal. Wie normal? Könnt ihr das vielleicht ein bisschen näher skizzieren? Naja, weil hier keiner mit dem Wagen auf die Wiese fährt. Ah. Warum denn auch? Hier ist doch nichts. Genau. Und nach der Sache mit der Post habe ich mir gedacht, vielleicht waren es die Rumänen. Und da haben wir sie sofort verständigt. Ich würde sagen, das waren Laster. Quatsch! Guck dir doch mal die Spuren genau an. Das waren bestimmt die... Augenblick mal. Was macht der schon wieder hier? Sagen, er sucht was. Oh, was? Ja, das interessiert mich auch. Sagen, hat's einen erwischt. Ja. Ob der noch gut ist für den Braten? Würde ich nicht essen.
Würde ich jetzt aber nicht machen. Ach, das ist doch eine gottverfluchte Sauerei. Wer macht denn sowas? Habe ich doch gesagt. Ja. Normalerweise haben wir gar nicht so viel Geld im Tresor. 500, manchmal 2000. Mehr brauchen wir gar nicht im Tagesgeschäft. Ach so, ja. Gestern Nachmittag hat Frau Schweizer 80.000 D-Mark in Bar eingezahlt. Frau Schweizer? Ja, ihr gehört die Eco-Recycling. Eine Firma für Müllverwertung, sagt man heute. Das ist hier die, kann man sehen, die Deponie da am Ortsrand. 80.000, das ist eine ganz schöne Summe. Oh, das kommt bei ihr hin und wieder schon mal vor. Hat das jemand gewusst? Alle. Ich meine, alle, die gestern Nachmittag hier waren, ist ja kein Geheimnis. Also die Lühmanns haben Überweisungen vorbeigebracht. Dann war da noch die alte Frau Hein wegen der Rente. Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht etwa jemand aus unserem Dorf? So, Hinrich, jetzt trinken wir erstmal einen Kamillentee. Nein. Dann müssen wir einen Arzt holen. Ich bin doch gleich wieder einsatzbereit. Nicht das Schwein, ob ich. Und warum mussten Sie denn die Nase da rein? Es ist doch eine gottverfluchte Sauerei, diese Brühe einfach in diesen Waldsee zu kippen. Da sind bestimmt Giftmüllschieber am Werk. Wir werden die Fässer nach Schwerin schicken und untersuchen lassen. Gut, Sie verstehen dich. Was, wenn noch mehr Tonnen in diesen See abgeladen wurden? Hm? Nicht auszudenken, was da passieren könnte. Vielleicht handelt es sich um organisierte Wirtschaftskriminalität. Achten Sie auf Ihre Stimme. Deshalb ist auch dieser Bender hier. Na klar. Wahrscheinlich einer von Greenpeace. Die sind hinter den Fässern her. Natürlich. Diesen Giftmüllschiebern, die planen die große Aktion, Groth. Wir müssten ihnen zuvorkommen. Sie nehmen erstmal den Tee. Dann klären wir den Postraub auf. Denn Dr. Stuber drängt auf schnelle Erledigung. So, und jetzt legen Sie sich hin. Decken Sie sich zu. Und schlafen. Morgen reden wir weiter. So, und jetzt extra tust du das sonst auch in den Müll. Die schmeißen später sowieso alles wieder zusammen. Egal. Ich will mir jedenfalls von diesen Umweltmenschen keine Vorträge über Mülltrennung halten lassen und so. Schon gehört, was der Bulle im Wald gefunden hat? Wer das Zeug dahin geschmissen hat, in dessen Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Was gibt's denn? Rinderbraten, heute ist Donnerstag. Rinderbraten. Weißt du was? Was? Der Fremde, der ist von Greenpeace. Greenpeace? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich glaube, ich brauche jetzt erst ein Frühstück, sonst komme ich nicht in Fahrt. So. Alles schön vegetarisch. Mit einem schönen Kräutertee. So. Guten Appetit. Es ist ja nicht nur der Hals. Der Rücken ist wieder das Problem. Aber ist auch kein Wunder, ja, an diesen Betten. Sie sollten mal was tun für Ihren Rücken. Hm, mach ich doch. Ich habe mir jetzt mal so Wasserbetten angeguckt. Wasserbetten? Hm. Die sollen sehr gut sein für den Rücken. Man liegt doch ganz natürlich drin irgendwo. Naja, nur diese Geräusche. Vom Wasser?
So, ihr schenkt euch selber ein. Ich muss einkaufen. Ich sag euch, ich hab den schon mal gesehen. Wie du schon alles gesehen hast. Jetzt sagen im Fernsehen. Der war auf der Ölplattform. Mensch, wie hieß die nochmal? Du meinst Brennspar. Genau. Dieses Schelding. Da ist er rauf. Aus dem Hubschrauber raus, mitten durch die Wasserfontänen durch von die Löschpunkte. Donnerwetter. Hinrichs? Hochgiftig. Und die Reifenspuren? Danke. Die Lack- und Lösemittel stammen vermutlich noch aus der DDR-Produktion. Was das Größte dabei ist, das Zeug war nicht nur giftig, sondern auch hochentzündlich. Die Reifenspuren stammen vermutlich von einem kleineren Nutzfahrzeug. Ich bin mir sicher, dass es sich hier um organisierte Umweltkriminalität handelt. Und zwar im großen Stil. Und das werde ich nicht dem da überlassen. Ihr sollt mal zu dieser Frau Schweizer fahren. Mich interessiert, was es mit dieser Rechnung von 80.000 auf sich hat. Herr Kurz, könnten wir nicht erst... Sie haben doch gesagt, wir sollten jeder Spur nachgehen. Hat denn der Computer ausgespuckt? Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Wieso? Ich kann den Computer nicht anschließen. Was? Ja, ich habe das Modemkabel vergessen. Da kann man so ein Ding nicht hier auftreiben. Herr Kroth, bitte. Wo wollen Sie denn hier in dieser Gegend ein Modemkabel herkriegen? Na, dann rufe ich meine Enkelin an, Juliane. Die soll uns mal besuchen. Ja, oder kann sie es doch mitbringen. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, Herr Kroth. Und da Sie keinen Tresor haben, haben Sie das Geld zur Post gebracht. Richtig. So viel Geld kann ich hier nicht sicher aufbewahren. Auf der Post. Auch nicht. War jemand dabei, als Sie das Geld eingezahlt haben? Ja, die Lühmann-Brüder. Wie kommt man denn an so viel Bargeld? Im Müllgeschäft ist Barzahlung durchaus gängig. Die Lieferung kam kurzfristig, da wird bar bezahlt. Und wer war der Kunde? Eine Firma aus Berlin. Und was hat der Kunde geliefert für so viel Bargeld? Alte Baustoffe, die Sie selber nicht entsorgen können. Umweltschutz wird heute zum Glück groß geschrieben. Entsorgung gibt's nicht zum Billigtarif. Eine Rechnung oder Quittung haben Sie doch bestimmt. Sicher. Ich müsste nur sehen, wo die jetzt ist. Das kann etwas dauern. Ein schönes Kleid haben Sie da an. Danke. Rot, weiß, blau. Die Nationalfarben. Von Panama. Nein, Costa Rica. Aha. Der Blumengarten Südamerikas. Schon mal da gewesen? Nein. Naja, früher ging das ja auch nicht. Hinterrücken war Schluss. Ja. Sagen Sie, können wir uns auf der Deponie noch mal umsehen? Ja, sicher. Die Deponie nimmt den Müll der umliegenden Orte auf und kümmert sich um die Entsorgung von Sonderabfällen. Zum Beispiel alte Baustoffe dieser Firma aus Berlin. Zum Beispiel. Auch alte Lack- und Lösemittel. Auch die sind ja giftig. Ach, und die entsorgen Sie dann hier? Nein, dazu fehlen uns die Anlagen. Meist lagern wir Sonderabfälle hier nur zwischen und bringen sie dann zu Spezialfirmen im Westen. Und vielen Dank für die überaus freundliche Betriebsbesichtigung. Ich bin fast gerührt. Wenn's weiter nichts ist. Aber beim nächsten Mal sollten Sie sich dann vielleicht passendes Schuhwerk mitbringen. Ja. Und Sie vergessen bitte nicht nach der Quittung zu suchen. Und schauen Sie mal unauffällig nach rechts. Unauffällig 95 Grad. Unser Freund aus dem Gasthof. Was will der hier? Wo der ist. Da ist was faul. Und ich sag's Ihnen, Kroth, die Frau Schweizer macht schmutzigste Geschäfte. 80.000 Mark in bar, ohne Quittung. Die will sie uns ja noch zeigen. Ja, na klar. Mensch, die wird jetzt gerade geschrieben. Und kaum sind wir hier, da taucht auch dieser Bender auf. Was schließen Sie daraus? Er sucht dasselbe wie wir. Posträuber. Ach, Posträuber. Tonnen mit giftigen Lack- und Lösemitteln. Wir suchen Posträuber. Herr Groth, die Firma aus Berlin, die liefert keinen Bauschutt, sondern Giftmüll. Die Schweizer lässt das Zeug im Wald verschwinden und kassiert dafür 80.000. Auf der Deponie sehe ich mich noch mal um.
Würde mich nicht wundern, wenn da Gifttonnen rumstehen, die nur darauf warten, im Wald verladen zu werden. Ich schau mal, was dieser Bender treibt. Vielleicht bringt er mich auf eine Spur. Na, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich fahr zum Lühmannhof, die waren doch dabei, als Frau Schweizer das Geld eingezahlt hat. Aber jede Spur ist wichtig. Übrigens, meine Enkeltochter kommt um 18 Uhr an. Die bringt dieses Kabel, dieses Moped-Kabel mit. So, was suchen wir denn hier? Was haben Sie vor? Dann kommen Sie raus mit der Sprache. Es geht um Giftmüll. Ich warne Sie, keine Alleingänge. Das hier ist mein Revier. Dieser Ort ist zu klein für uns zwei. Bad Brambeck. Ich würde sagen, dass das verboten ist. Quatsch nicht. Wir wollen doch nichts klauen. Nur mal so ein bisschen rumgucken, auf was der Umweltschützer so scharf ist. Und wenn er jetzt kommt. Da kommt nicht. Komm. Wir müssen das Ding da anwerfen. Weißt du denn, wie das Ding funktioniert? Wir müssen den Knopf zum Anmachen finden. Ich habe mal gelesen, dass in den Dingern so eine Sperre drin ist. Dann weiß der, dass jemand an seinem Computer dran war. Hör auf mit solchen Sprüchen! Mann, habt ihr mich erschreckt. Was macht ihr denn hier? Ich würde sagen, dasselbe wie du. Und? Habt ihr was gefunden? Nö. Und du? Wenn der mal bloß nicht anfängt, auf unseren Höfen rumzuschnüffeln. Ach, was? Weißt du, wie man das Ding melden kann? Mal sehen.
Ja, das gibt's doch wohl nicht. Raus! Alle Mann, los! Sofort! Geh die bloß nicht so auf, du. Ab! Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich. Hallo, ich habe Ihr Kabel mit. Ja. Wo ist denn mein Opa? Ich will nicht so lange bleiben. Ja, aber warum wollen Sie denn schon wieder zurück? Wir sind dann an einem sehr, sehr schönen Gasthof runtergekommen. Tolles Ambiente. Da könnten wir doch gemeinsam Abendessen. Und hinterher können wir noch was unternehmen. Hier? Was will man denn hier unternehmen? Ein Flüschow. Oh, zum Beispiel schöner Abendspaziergang. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. Na, und die Luft? Spüren Sie es? Ist doch was ganz anderes als in der Stadt. Johann, guck mal. Tür. Jetzt sagen, da war einer da. Du spinnst. Wir sollen hier gewesen sein. Ich würde sagen, der war hier. Der von Greenpeace? Wie soll der wissen? Mann, egal, er war hier. Was? Mist, verdammter. Wir müssen mit dem reden. Jetzt sollen wir auch noch mit dem reden. Du hast denn nicht mehr alle. Ach, toll. Sind wir alle da. Vielleicht lässt sich da noch was machen. Schon als ich die Brühe sah, dachte ich, heu. Das Zeug ist doch giftig und konnte deshalb rechtzeitig zurückspringen. Aber es hat so schon gereicht. Meine Stimmbänder sind leicht lädiert. Aber dafür können Sie schon ganz gut reden. Hätte ich geraucht, ich wäre in die Luft geflogen. Naja, jedenfalls werden wir jetzt diesen Giftmüllschiebern das Handwerk legen. Na wieso? Ich denke, Sie wollen die Posträuber fangen. Darum habe ich doch das Kabel für Ihr Modem mitgebracht. Ja, sicher. Die Burschen kriegen wir ja auch. Aber das hier, das ist doch eine ganz andere Dimension. Hier handelt es sich um organisierte Umweltkriminalität. Ach, in den Wäldern, da liegt überall Müll rum. Fräulein Juliane, die Kriminalität ist wie ein scheiß Reh. Was ist denn los? Der ist verletzt. Die Spürmannwerke in Bad Bramstedt. Was stellen die denn her? Ja. Ja, ruf mich mal an. Die Lühmann-Brüder waren in der EPG. Ja, und vor 2 Jahren haben sie dann den Hof übernommen. Können die davon leben? Na, reich werden sie damit nicht. Für die Kneipe reicht's. Diese Tonnen, die ihr Kollege da am See gefunden hat, das ist ja ein ziemlicher Skandal, oder? Dieser Herr von Greenpeace, ist der deswegen da oder wegen was anderem? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich wundere mich, dass er jetzt nichts tut, immer nur mit dem Rad unterwegs. Die sind doch sonst so rührig, diese Umweltschützer. Hier ist ja was los. Nicht. Vielleicht sollten wir doch lieber einen Arzt holen. Glaub nicht, dass das nötig ist. Ist doch höchstens eine kleine Gehirnerschütterung. Durch den Sturz vom Rad. Eine Runde Schlaf und der ist wieder fit. Und wenn nicht? Ich weiß nicht, jemand sollte nach ihm sehen. Fräulein Groth, Ihr Zug geht in 20 Minuten. Ich bringe Sie zum Bahnhof. Nein, ich bleibe.
Dann kann ich mich nachts um ihn kümmern, falls es ihm schlechter geht. Das können wir doch machen. Ich schaff das schon, kein Problem. Ist ja nun egal, ob ich heute oder morgen fahre. Ich besorge dir bei der Wirtin ein Zimmer. Ja? Ja, gute Nacht. Hinrichs? Ja? Ihr Kabel. Mein Kabel? Und fürs Modem. In der Tasche. Vielleicht sieht man sich ja beim Frühstück. Was für dich tun, was zu essen holen? Dann gehe ich mal. War doch deine Idee. Ja, aber du hast uns die ganze Sache eingebrockt. Biomasse von wegen, das merkt keiner, das ist kein Problem. Trotzdem besser, du redest mit ihm, weil du der Klügere bist. Ja, auf einmal. Nun zieh dich nicht, geh schon. Ich würde sagen, das gehört Ihnen, wenn Sie von hier verschwinden. Egal, ob ich morgen fahre oder heute. Wir wissen, dass Sie bei uns auf dem Hof waren. Sieht alles schlimmer aus, als es wirklich ist. Wir haben es auch nur einmal gemacht, ehrlich. Noch gar nicht viel. Mann, wir machen das nicht wieder, ich schwöre. Warum nehmen Sie nicht einfach das Geld und verschwinden? Ich würde sagen, das ist das Beste. Das hätte ich auch gekonnt. Warum hast du es denn nicht gemacht? Wer hat denn die Hosen voll und wollte da nicht rein? Du hast es vermasselt. Deinetwegen stecken wir jetzt in der Tinte. Was ist denn da, wenn der Typ so stur ist? Hast du gesehen, wie der Gesicht aussah? Moin. Moin. Ist Johann gar nicht da? Ich weiß auch nicht, wo der heute bleibt. 10:85? Ist was passiert? Was soll denn passiert sein? Das ist Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage. Na, da brauche ich erst mal Frühstück, sonst komme ich ja gar nicht in Fahrt. Gedacht.
war ja nur eine Frage der Zeit, aber es ist alles gar nicht so schlimm, kann man ja drüber reden. Wir sind wegen der Pulpe hier, nicht? Mensch, was machen Sie denn? Ich habe schon mit meinem Bruder gesprochen, wir hören auf damit, wa? Wir gehen zur Polizei, wir wollen die Sache bereinigen. Ehrlich. Um Gottes Willen, nein, nicht! Ihr Sturz vom Rad, das war nicht so gemeint. Dass Sie so runterknallen, das war nicht meine Absicht. Bitte nicht! Ich habe schon zu Jobs gesagt, da muss auch eine dicke Spende für Greenpeace drin sein. War? Ja. Haben Sie das mit dem Modell hingekriegt? Modem, Herr Groth, Modem. Und konnten Sie sich in den LKA-Computer einklinken? Sie ist im Verzweifeln. Da habe ich die modernste Technik zur Verfügung. Und im Endeffekt scheitert es daran, weil hier in dieser Bruchbude die Telefonleitung veraltet sind. Ja, ich fliege mal wieder aus dem Netz. Das Modem kann die Schnittstelle nicht initialisieren. Was soll's? Manchmal nützt auch die beste Online nichts. Am Ende sind diese Rumänen längst wieder bei alle Berge. Und wenn nicht? Für mich ist der Fall klar. Die kommen hierher, schlagen überraschend zu, laden diesen Tresor auf ihren Wagen und ab durch die Mitte. Wenn ihnen das nicht genügt, die lagern hier im Wald. Wozu? Warum sollten sie hier bleiben? Ist doch viel zu riskant. Und außerdem, was der Rumäne hat, das hat er. Und wenn Sie hier herumlungern, dann müsste man Sie ja irgendwann sehen, beispielsweise beim Einkaufen. Die können sich doch nicht in der Luft auflösen. Glauben Sie mir, während wir hier miteinander rumlabern, sind die längst zu Hause und zählen die Kohle. Morgen. 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 Ach, hab geschlafen wie ein Murmeltier. Ja. Aber vielleicht ein bisschen wenig. Wie meinst du das? Den Patienten hast du ja wieder ganz gut hingekriegt. Ist auch kein Wunder bei der Behandlung. Wann fährt denn dein Zug? Weiß noch nicht. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger. Ist doch schön hier in Plüschow. Ich bin verabredet. Eine Fahrradtour. Und ich sage Ihnen, mit dem stimmt was nicht. Natürlich nicht. Der taucht ja auf. Dann bitte ich die Gifttonne. Ich treffe ihn auf der Deponie. Der mysteriöse Sturz vorm Rad. Und er sagt kein Wort, was er hier will und was er sucht. Ich sage Ihnen, Groth, hier läuft was. Und zwar was ganz Großes. Der hängt an einem Umweltskandal dran. Und er sagt deshalb keinen Ton. Weil er sein eigenes Ding durchziehen will. An dem müssen wir dranbleiben. Wir müssen den Postraub aufklären. So wie es im Moment aussieht, können wir doch da eh nicht viel tun. Aber organisierte Umweltkriminalität, das ist doch was ganz anderes. Auf Wiedersehen. Zuerst war es nur einer. Dieser Bender. Jetzt noch die da. Würde mich nicht wundern, wenn es hier bald von Umweltschützern nur so wimmelt. Nee, das ist die Enkelin vom Kommissar. Ja, und ist das vielleicht besser? Was ist denn das? Suchen Sie auf der Deponie. Anonymer Hinweis? Oder ein dummer Scherz. Jedenfalls müssen wir der Sache nachgehen. Auf zur Deponie. Wenn Sie meinen. Da hängt Ihnen einer so ein Wisch ans Auto und Sie fahren drauf rein. Ach, reine Routine-Sache. Wenn wir schon mal hier sind. Mein Kollege schaut sich ein bisschen um auf der Deponie.
Die Rechnung, die wollten Sie doch sehen. 80.000 für Barschütz. Ich glaube, Ihr Kollege will was von Ihnen. Frau Schweizer, sehen Sie mal. Na, Frau Schweizer, haben Sie uns jetzt nicht doch was zu sagen? Danke, Kurt. Seien Sie vorsichtig. Ja. Das sind die gleichen Fässer, wie ich sie im Wald gefunden habe. Und der gleiche Inhalt, da gehe ich jede Wette ein. Ich weiß nicht, wie die hierher gekommen sind. Die muss jemand hier... Ja, ja, ja. Also noch so eine Ausrede, Frau Schweizer. Und ich lasse Ihre ganze Deponie mit der Schaufel umgraben. Den Ries. Gleich. Die Sache ist doch wohl klar. Sie entsorgen Tonnen mit giftigen Lack- und Lösemitteln. Illegal. Am Ende stammen die 80.000 Mark gar nicht für Bauschutz an. Den Ries. Was denn? Ja, die Tonnen müssen hier abgeholt werden. Und sie gehen dann in die kriminaltechnische Untersuchung. So wie es aussieht, hat jemand den Zaun geknackt und die Tonnen auf die Deponie gefahren. So? Da hat ihnen einer einen bösen Streich gespielt. Das erzählen Sie bitte meinem Chef. Sie sind da. Tja, Sie müssen schon zugeben, dass vieles hier sehr merkwürdig ist. Aber wir müssen nun mal jeder Spur nachgehen. Ich konnte ja nicht wissen. Doch. Konnten Sie. Und jetzt gehen Sie bitte. Ich kann nicht den ganzen Tag meine Zeit mit der Polizei vertreiben. Sag mal, stimmt das, was Hinrich sagt? Du bist bei Greenpeace? Das stelle ich mir spannend vor. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Geht ja manchmal ganz schön zur Sache. Ja, es muss... Das muss ein gutes Gefühl sein. Du weißt, was du willst. Setz dich für die Umwelt ein. Das ist was anderes. Und um was geht's diesmal? Um diese Gifttonnen, die Hinrichs gefunden hat? Jetzt? Du willst doch nicht eher dafür deinen Garten hier einpacken. Das Öl. Warum haben Sie mir das Loch nicht gleich gezeigt? Na, ich habe doch da dagestanden wie ein dummer Junge. Aber Sie haben mich da absichtlich in diese peinliche Situation schildern lassen. Und warum hätte ich das tun sollen? Sie denken wohl, ich hätte Ihre Schadenfreude nicht bemerkt. Sie sind immer zu schnell. Wer hier zu früh kommt, dem bestraft das Leben. Und das muss ich mir nicht anhören. Wenn Sie Ihre Ermittlungen, Kurt, für private Machtspielchen missbrauchen wollen, dann können Sie mich kennen. Herr Kommissar, wir wollen eine Anzeige machen. Sag schon. Ja, ist wegen den Fässern. Schießen Sie los. Wen wollen Sie anzeigen? Tja, also. Eigentlich uns selbst. Was? Sie haben die Fässer am See.
und auf der Deponie abgekippt. Oh Gott, das willen die doch nicht. Mit den Gifttonnen haben wir nichts zu tun. Nee. Na ja, Moment. Begreifen Sie was? Papierpulpe. Sie haben einige Fässer in Ihrer Scheune. Sie bessern damit Ihr Einkommen auf. Stimmt das, ja? Woher wissen Sie das schon wieder? Sie ermitteln hinter meinem Rücken. Das habe ich eben erfahren. Was ist das, Pulpe? Pulpe. Das ist ein Abfallprodukt bei der Herstellung von Papier. Das muss eigentlich ordnungsgemäß entsorgt werden, aber die schütten das auf ihre Felder. Ja, das ist ja ein Umweltskandal. Ja, und deswegen soll das auch nicht mehr wieder vorkommen. Ja, und deshalb zeigen wir uns an. Sozusagen Selbstanzeige, Herr Kommissar. Radfahren ist anstrengender, als ich dachte. So viel Leidensfähigkeit für einen Mann? Naja, er ist groß und schlank, sieht gut aus. Wie die anderen? Nee, der ist anders. Der setzt sich für was Sinnvolles ein. Nicht nur für sich, auch für dich. Auch für mich. Weltverbesserer, ja. Kenn ich. Gibt es eigentlich irgendwas, an dem du mal nichts auszusetzen hast? Ich wollte übrigens noch mit dir reden. Naja, ich suche doch schon seit längerem eine Wohnung. Und da habe ich jetzt eine. 3 Zimmer, Altbau saniert. Morgen treffe ich mich mit dem Vermieter. Wie viel? Ja, die Kaution, 3 Monatsmieten, Maklergebühr. So viel habe ich nicht. Gut. Wann fährst du wieder? 4:10. Danke. Und, was ist drin? Alles. Wie alles? Dioxin. Pestizide. Ich musste Deponie. Beim Strafmaß wird man, denke ich, berücksichtigen, dass Sie selbst zur Einsicht gekommen sind. Selbstanzeiger! Zuerst haben wir uns ja keinen Kopf darum gemacht, Herr Kommissar. Ja, aber irgendwann denkt man dann schon darüber nach, dass das mit der Umwelt nicht so weitergehen kann. Ne? Ja, sehr vernünftig. Dann denken Sie auch mal an die Giftfässer. Ich würde sagen, das ist ein Verbrechen. Also, wenn Sie mich fragen, solche Leute gehören hinter Gitter ab ins Gefängnis, sofort rein. Was sagt der schon wieder? Irgendwas will der hier. Ich würde sagen, der sucht was. Aber was? Das interessiert mich schon lange. Hier, Herr Kommissar, mit dem Wagen kommen Sie da nicht weit, weil da hinten ist ein Feldweg, ne? Nehmen Sie doch ein Fahrrad. Ja, haben Sie denn eins? Ja. Ja, aber das meiste ist das nicht. Nee. Ja, dürfte ich es mir vielleicht ausborgen? Ja. Hol mal. Auf Jobs ist Verlass. Herzlichen Dank. Ich würde sagen, das geht nicht gut. Hinten geht immer die Luft raus. Und Johann, die beiden? Das ist ja kaum zu glauben. Wie ich die beiden kenne, haben die sich das gut bezahlen lassen. Sehr gut. Und du meinst, dass der... Klar, der von Greenpeace ist deswegen hier. Ja, dann wird er uns wohl bald verlassen. Ja, das wird ja wohl nur auch langsam Zeit. Dziękuję.
Genau. Was Benzin? Da, dann fahr ich rüber. Möchten Sie noch einen Kaffee? Ja, gern. Sie haben hier einen sehr fleißigen Kreuzworträtsellöser. Ja, der Krüger. Hä? Der ganz süchtig ist er nach den Dingern. Und der weiß immer alles. War wohl doch nicht so schlecht, unsere alte DDR-Schule, hm? Aber hier ist er noch nicht ganz fertig geworden, keltischer Priester. Nun hat es nur das große D. Druide, ja. Naja, man kann nicht alles wissen, hm? Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Deponie. D. Hai, bă, mișcă-te odată! Trebuie să ne cărăm! Hai, mă, odată, mă! Ist mein Kollege da? Nein. Und meine Enkeltochter, ist sie schon zum Bahnhof? Ich weiß nicht. Sie war nur kurz hier und ist dann gleich wieder weg mit dem Fahrrad. Ja. Ich denke eher, sie wollte wieder mit Herrn Bender los. Ja. Auf den hat sie ja wohl ein Auge geworfen. Das scheint so. Geben Sie mir bitte einen Kaffee. Aber gerne. Danke. Danke. Ich habe die Rumänen gefunden. Ein Lager im Wald. Ich habe sie gehabt. Persönlich. Sind Sie sicher, dass die es waren, die wir suchen? Also hundertprozentig. Moment. Hinrichs, ich habe eine Fahndung rauszugeben bezüglich unserer Rumänen. Also, ein kleineres Nutzfahrzeug, älteres Baujahr. Polizeiliches Kennzeichen B07NBW. Ja, das ist ein rumänisches Kennzeichen. 4 Personen, männlich, Alter Ende 20. Jogginghosen, schwarze Lederjacken, Turnschuhe. Sie geben diese Fahndung bitte im Umkreis von 50 Kilometern heraus. Und zwar an alle Stationen und Einsatzkräfte. Und wenn Sie was wissen, anrufen. Danke. Glückwunsch. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich die ganze Zeit gemacht, während ich diesen Rumänen hinterhergejagt bin? Ich habe mich umgesehen und das hier entdeckt. Sehen Sie mal, im Kreuzworträtsel das große D und das große D. Und hier auf dem Zettel das große D und das große D. Das ist vor allem derselbe Zettel, der bei uns am Scheibenwischer klemmte. Und der Kreuzworträtsellöser hat diesen Zettel geschrieben und er heißt... Herr Krüger? Ja. Was?
Sie meinen, Krüger hat die Gifttonne am See abgeladen? Und auf der Deponie. Dann hat er Angst bekommen, den Zettel geschrieben, um den Verdacht auf Frau Schweizer zu lenken. Sehr gut, Herr Groth. Dann sollten wir jetzt mal diesem Herrn Krüger einen Besuch abstatten. Sie? Was? Ich muss zum Bahnhof, wegen Juliane. Eigentlich nur Tschüss sagen. Aber die laden ja alles wieder auf. Ist der Zug schon durch? Nee, der ist pünktlich wie immer. Krüger? Herr Krüger? Sie ist mein Job. Nee, ich komm mit. Komm mal nicht durch. Ich wäre dabei fast draufgegangen, durch Ihre Fässer. Das wollte ich nicht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ausgerechnet Sie dort, da geht normalerweise kein Mensch vorbei. Das ist pures Gift. Und Sie haben das Zeug einfach in die Wiesen gekippt. Was sollte ich denn machen? Was sollte ich machen? Seit der Wende geht mir alles daneben. Frau läuft weg, Kind läuft weg. Die Bude ist doch ein einziger Schrotthaufen hier. Pleite. Von den paar Fuhren kann ich jedenfalls nicht leben. Da kann keine Sau von leben. Dafür haben Sie sich aber diese Schweinerei gut bezahlen lassen. Die mussten nicht vorhin mit den alten Tonnen. Entsorgung war ihnen zu teuer. Da habe ich gesagt, pass auf, ich schaffe euch das Zeug vom Hals für einen vernünftigen Preis. Das waren ja auch wirklich bloß diese paar Dinger. Die paar Dinger. Thank you.
Hacker Groth. Und, haben Sie endlich eine Spur von den Posträubern? Die haben wir noch nicht gefasst. Und Ihr junger Kollege sucht doch hoffentlich nicht wieder nach Giftmüll bei mir auf der Deponie. Keine Sorge, der ist woanders fündig geworden. Na dann, schönen Tag noch. Faules. Hast du aber nie was gesagt? Was war denn damals mit den vergammelten Düngemitteln? Was war denn mit den vergammelten Düngemitteln? Könnte doch jeder sehen, dass sein Laden darunter war. Und was ist mit eurer Pulpe? Die Pulpe? Ja. Alles geklärt. Ach, und wie? Mehr davon? Lass mal, ich mach's schon. Ich würde sagen, er soll was mitnehmen, wenn er jetzt seine Koffer packt. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig, Herr Groth, bitte. So schnell geht's nun mal nicht. Auch nicht mit der besten Verhandlung. Wir kriegen die Rumänen. Das heißt egal, ich warte auf Juliane. Ach, das ist doch wieder typisch. Immer wenn es drauf ankommt, mit Verlaub gesagt, sind Sie mit irgendwas anderem beschäftigt. Ja. Und so können wir zwei nie vorankommen. Ich will nicht vorankommen, ich will wissen, wo Juliane ist. Wird schon mal kommen. Der Bender ist weg, sie ist weg, wir waren verabredet. Es ist nichts passiert. Fahr rüber, na ja, leg das Schiff. Hey, warte mal! Jetzt sind gerade zu dir runtergesprungen. Fahr los. Die laden das Zeug aufs Schiff, bringen es irgendwo hin ins Ausland und sparen so die Entsorgungskosten. Das ist ja ätzend.
Du willst jetzt das Schiff stoppen. Komm. Leuten Bescheid sagen. Hinrichs? Ja? Und wohin? Nach Rostock. Na also, habe ich doch gewusst. Danke. Wir haben die Rumänen. Lass mich mal mit meinem Opa telefonieren. Bitte. Ich möchte gern Herrn Groth sprechen. Ja, es ist dringend. Juliane! Hallo! Julia! Es ist unterbrochen. Sie haben gesagt, dass es dringend ist. Im Hintergrund war so ein Tuten. Was für ein Tuten? Ein Tuten eben wie von einem Schiff. Es klang wie aus einem Hafen. Sag mal, die könnte ja mit dem Bender unterwegs sein, was? Ja. Ja, aber wir haben keine Spur, die uns zu diesem Herrn Bender führt. Sein Computer. Auf dem Zimmer. So kompliziert sind diese Computerprogramme gar nicht. Wenn man eins kennt, kann man sich auch ganz leicht in die anderen einfuchsen. Gerne, machen Sie schon. Ich bin da schon dabei. Er arbeitet mit Kennwortschutz. Ja, und jetzt? Und jetzt? Jetzt nimmt der Chef auch noch ganz leicht diese Hürde. Kontrolldatei, Editor, Screensaver. Ah, macht ein Handling mit einem Interslip. Intercape wäre mir lieber. Na komm, Heinrich. Heinrich, ich will nie wieder was Schlechtes gegen diesen Computer sagen, aber bitte beeilen Sie sich doch. Wir sind schon im Inhaltsverzeichnis. Gut. So, und jetzt schauen wir mal, woran er zuletzt gearbeitet hat. Schweriner Kripo-Chef knackt Greenpeace-Computer. Mhm, mh. Oh, das ist ein schöner Name. Operation Drecksau. Was? Was ist das? Das sieht aus wie ein Tagebuch. Die Eintragungen sind chronologisch. Abräumschild aus einem ehemaligen Chemiekombinat. LKWs. Er hat die LKWs beobachtet und Proben genommen. Hier, eine Rückmeldung vom Labor. Arsen, Benzoik, Quecksilber, Dioxine. Alle Grenzwerte, bei weitem überschritten. Zwischenlager Eco Recycling und Frau Schweizer mit dem Geschäft. Ich hab's gewusst, Kurt. Wo geht der Dreck hin? Moment. Weiter Transport vermutlich ab Wismar. Wir müssen nach Wismar. Wir wissen doch gar nicht, ob es Wismar ist. Zum Hafen, kommen Sie. Hier sind alle Papiere und Unterlagen. Auch für den Zoll in Norwegen? Auch die. Da kann es keine Probleme geben. Ist ja kein Müll, den Sie da fahren. Hm.
Ja, wenn wir nur wissen, welches Schiff wir suchen müssen. Am besten wir gehen zur Hafenmeisterei. Erde, die verladen Erde, wo? Oder wir gehen zu den Kollegen der Wasserschutzpolizei und gehen mit denen die Sache ganz logisch durch. Das dauert mir zu lange. Bleiben Sie ruhig, Brot. Wir wissen außerdem überhaupt nicht, ob Sie auf dem Schiff sind. Abtransport per Schiff. Die Schweizer macht das mit Hilfe der Eco-Recycling. Genuss. Die Fotos. Was denn für Fotos jetzt wieder? Im Büro der Schweizer. Die aus Costa Rica? Ja. Costa Rica, Billigflagge. Rot, weiß, blau. Die Schweizer. Ihr Auto. Was macht die hier? Die war auf dem Schiff. Wenn Juliane was zugestoßen ist, dann ist die auf dem Schiff. Wir müssen das Schiff stoppen. Den kann das Schiff nicht stoppen, selbst wenn er wollte. Doch. Sag ich mal, können Sie überhaupt schwimmen? Nein. Also ich kann Sie nicht über Wasser halten, wenn hier was schief geht. Du kannst Fragen stellen. Hackbraten wie jeden Samstag. Hackbraten. Na? Viel zu tun heute? Nee. Bisschen pflügen. Zeug muss auf dem Acker. Moin. Moin. Habt ihr schon gehört? Die Ladung sollte nach Norwegen. Wieso nach Norwegen? Illegale Müllentsorgung. Ja, das Zeug wird dort in stillgelegte Bergwerkschächte gekippt. Was meint ihr, was die Firmen dadurch sparen? Ich weiß, wovon ich rede. So, und jetzt brauche ich erstmal ein Frühstück, sonst komme ich gar nicht in Fahrt. Die Kriminalität geht dahin, wo das Geld ist. Und da ist Umweltkriminalität ganz groß umkommen.
Na, jedenfalls ist die Frau Schweizer jetzt raus aus dem Geschäft. Und die beiden Kollegen aus Schwerin, die haben mit einem kleinen Ruderboot dieses riesige Schiff gestoppt, weil der Mann von Greenpeace ja gefesselt war. Kommen Sie gut nach Hause. Starke Truppe. Wir beide. Musst du wirklich schon gehen? Irgendjemand wartet immer. Der hat die Spendendose vergessen. Die Spenddose vergessen. Darauf trinken wir einen.